Aber es gibt einen Punkt, da ist bei mir Schluss. Nämlich dann, wenn es um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geht. Wenn ich nach Deutschland schaue, dass gerade hier in unserem Land mit unserer Geschichte überhaupt wieder Neonazis und Rechtsradikale überhaupt existieren, ist schon eine Schande für unser Land. Diese Leute werden aber erst dann stark, wenn sie stark gemacht werden. Durch das Übernehmen ihrer Sprache und Narrative haben Konservative sie salonfähig gemacht. Und ein solcher Rechtsruck droht eben nach den nächsten Europawahlen für die ganze Europäische Union. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten waren und sind immer fest auf der Seite von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit. Deshalb ist die Europawahl 2024 für uns und für mich ein Ziel, aber zugleich eben auch eine Motivation.